Hallo, willkommen zum Videotutorial für das kleinste gemeinsame Vielfache. Auch hier benutzt man, wie bei dem Gegenstück, dem größten gemeinsamen Teiler, auch die Abkürzung als Schreibweise. Also für das kleinste gemeinsame Vielfache schreibt man kleinste gemeinsame Vielfache. Und wir wollen jetzt einfach mal schon die erste Übung nehmen, und zwar das kleinste gemeinsame Vielfache von 10 und 8. Und es gibt bestimmt mehrere Methoden, wie man das rausfinden kann. Ich würde dir gern zwei vorstellen. Und zwar einmal ist so ein bisschen die Methode mit roher Gewalt oder die Holzhammer-Methode, indem man einmal mal alle Vielfache von 10 und 8 einfach aufschreibt und dann vergleicht. Und es gibt aber auch noch eine Methode, wie man das berechnen kann. Das zeige ich dir im Anschluss. Zuerst nehmen wir mal einfach den Holzhammer aus dem Rucksack und machen das mit roher Gewalt. Also zuerst schreiben wir auf alle Vielfachen von 10. Also von 10, ein Vielfaches von 10 ist 20. 10 mal 3 ist 30. 40, 50, 60, 70, 80, bei 10 ist es ja ganz leicht, 80, 90, 100, oh, wird es ein bisschen eng, und so weiter. Und die Vielfachen von 8 sind 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 und auch hier geht es beliebig viel weiter. So, und jetzt schauen wir einfach, was sind denn gemeinsame Vielfache? Also ich habe hier die 40, sehe ich schon auf jeden Fall gleich mal. Die sind hier in beiden Spalten vorhanden und bei der 80 passt es auch. Und wenn du jetzt die Zahlenreihen noch weitergeschrieben hättest, würdest du sehen, es gibt dann noch Vielfache bei der 120 und bei der 160 und so weiter. Und jetzt sind wir eigentlich daran interessiert, was ist denn das kleinste Vielfache, also das, was am meisten weitesten oben steht in unseren Spalten, und sieht man auch auf Anhieb gleich, das ist die 40. Also das kleinste gemeinsame Vielfache von 10 und 8 ist 40. So, jetzt wo wir das rausgefunden haben, wollen wir noch überlegen, wie könnte ich denn das auch berechnen, also anstatt immer die ganzen Zahlen rein hinzuschreiben. Also, und dazu müssen wir den größten gemeinsamen Teiler finden von 10 und 8. Also der größte gemeinsame Teiler von 10 und 8. Und dazu gab es auch schon ein anderes Videotutorial, aber wir machen das nochmal ganz schnell hier. Also die Teiler von 10 sind 1, 2, 5 und 10 und die Teiler von 8 sind 1, 2, 4 und 8 und der größte gemeinsame ist die 2. Genau. So, und die Formel, die ihr euch merken könnt, um das kleinste gemeinsame Vielfache zu berechnen, ist einfach, also kleinste gemeinsame Vielfache, schreiben wir nochmal hin, von 10 und 8, ist einfach die beiden Zahlen selbst multipliziert, 10 mal 8, und dann teilen durch das, durch den größten gemeinsamen Teiler von 10 und 8. So, und das haben wir jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Ich scroll mal hier ein bisschen, dass das alles drauf passt. Das heißt, 10 mal 8 ist 80. Und größter gemeinsamer Teiler von 10 und 8 haben wir hier schon bestimmt. Das ist die 2. Das heißt, 80 durch 2 ist 40. Also größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches. Also kleinste gemeinsame Vielfache von 10 und 8 ist dann hier auch berechnet 40. Ich denke, im Kopf macht die Methode mit diesen Spalten
Also die Holzhammermethode quasi ein bisschen am meisten Sinn und wirst du wahrscheinlich auch am einfachsten so lösen können. Falls es allerdings mal größere Zahlen sind oder es nicht ganz so einfach mit diesen Spalten im Kopf zu lösen ist, dann kannst du immer diese Formel benutzen. Die funktioniert immer und liefert auch immer das richtige Resultat. Und in dem Fall ist ja auch das gleiche bei rausgekommen. Okay, viel Spaß dabei. Tschüss.